Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur ersten Kulturpreisverleihung der Stadt Pfaffenhofen. Die Stadt Pfaffenhofen verleiht ja in der Vergangenheit regelmäßig einen Kulturförderpreis, der sich an aufstrebende Nachwuchstalente richtet oder eben auch an Personen, die sich ums Kulturleben verdient gemacht haben. Wir haben nach langer Diskussion entschieden, dass wir einen speziellen Preis für eben langjährig aktive Kulturschaffende in der Stadt einführen wollen. Wir haben fast 5 Jahre darüber diskutiert. Jetzt im Jahr 2018 ist es erstmalig soweit. Wir wollen künftig alle 5 Jahre anlässlich der Paradiesspiele zu Ehren von Josef Maria Lutz auch langjährig Kulturschaffende ehren. Und der erste Preisträger war nach einstimmiger Entscheidung im Stadtrat das Konzertgremium der Stadt Pfaffenhofen, das sich seit 1986 darum bemüht, hochkarätige Künstler im Rahmen der Rathauskonzerte hier in Pfaffenhofen zu engagieren. Ja, dass diese Kulturpreisverleihung heute stattgefunden hat, hat uns alle Beteiligten natürlich sehr gefreut. Wir stellen da eben fest, dass unsere Arbeit, die jetzt ja schon mehr als 30 Jahre erfolgt, tatsächlich honoriert wird von der Stadt. Und natürlich freut man sich an so einem Tag wirklich sehr. Wir freuen uns über den Kulturpreis, den wir jetzt bekommen haben als Konzertgremium. Und es ist ja der erste Kulturpreis, den Pfaffenhofen vergeben hat. Da sind wir ungeheuer stolz drauf und hoffen, dass es nicht der letzte sein wird, der eben auch für die klassische Musik vergeben wird. Denn die klassische Musik braucht einfach auch ein Publikum. Da arbeiten wir auch in den Schulen dran und in anderen Institutionen. Und nochmal vielen Dank an die Stadt Pfaffenhofen. Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Stadt Pfaffenhofen ein sehr vielfältiges, buntes und hochkarätiges Kulturprogramm zu bieten hat. Auf der anderen Seite haben wir viele große Nachwuchstalente. Das wird die Entscheidung für die Kulturförderpreise der nächsten 4 Jahre nicht einfach machen. Und alle 5 Jahre werden wir ja dann darüber entscheiden müssen, wer den Kulturpreis bekommt. Und auch hier gibt es ein großes Reservoir, aus dem wir schöpfen können. Auf jeden Fall wollen wir so weitermachen. Die nächsten Wochen stehen ja die Paradiesspiele an. Und da würde es mich freuen, wenn wir uns bei einem der angebotenen Formate hier im Pfaffenhofen auch sehen würden. Bis dahin, mach's gut, auf Wiedersehen und Servus.